Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von EdgeTX Weekly. Und ja, diese Folge ist etwas ganz Besonderes. Nicht deswegen, weil ich jetzt hier auf den Blog EdgeTX Weekly draufgeschrieben habe, sondern weil in dieser Folge, die ich eigentlich schon aufgezeichnet habe, etwas passiert ist. Und das habe ich natürlich nicht korrigiert, denn geschnitten werden meine Videos ja nicht, weil ich ja Meinung bin, aus Fehlern, die mir passieren, lernt man wahrscheinlich auch noch etwas, sondern weil es da ein Problem gab und was sich innerhalb von 24 Stunden, nachdem ich das Video aufgezeichnet habe, auch erledigt hat. Und dazu mache ich jetzt einen Vorspann vor das eigentliche Video und es gibt einen Nachspann von dem eigentlichen Video, wo das mal kurz besprochen wird. Mir schläft hier die Hand ein, deswegen nehme ich jetzt gerade mal den Block hier weg. Jetzt kommt der Vorspann. Wir sehen nachher in dem Video, dass wir hier mit dem Motor und den beiden Servos, das eine ist nicht so richtig zu sehen, da kommt es jetzt ins Bild, so etwas wie ein 2- bzw. ein 3-Schrauben-Antrieb erstellen wollen auf unserer Radio Master. Und dazu wollte ich globale Variablen benutzen. Und bei den globalen Variablen gab es ein Problem. Das habe ich dann mitten im Video festgestellt. Das werdet ihr dann nachher sehen, wenn ihr das schaut. Und dann bin ich auf eine andere Lösung umgeswitcht, dass wir nämlich statt einer globalen Variable hier das Potentiometer S1 benutzt haben. Ich war mir ziemlich sicher, dass das ein Fehler ist in EdgeTX und das habe ich dann mit dem Projekt besprochen und wir haben also innerhalb von 24 Stunden dann eine Lösung gehabt und diesen Vorspann möchte ich jetzt gewissermaßen auch als Aufruf verstehen, wenn ihr Unstimmigkeiten feststellt, die ihr so auch nach Suche im Internet oder in den einschlägigen Foren nicht erklären könnt und auch keine Lösung dafür finden könnt, scheut euch nicht, in die entsprechenden Kanäle hineinzuschauen. Das ist bei EdgeTX hauptsächlich der Discord. Ihr findet die Discord-URL auf der Webseite von EdgeTX. Dort das zu diskutieren, dort sind viele User dabei, da sind aber auch die Entwickler dabei. Und dann findet man recht schnell zu dem Problem und zumindest mal eine Lösungsidee, würde ich mal sagen, ist dann auch schnell geboren. Ist die Frage, wie das umgesetzt wird, ob man das selber umsetzen kann oder ob man darauf warten muss, dass einer von den Entwicklern das umsetzt. Aber zumindest ist das Problem dann dokumentiert. Das wäre mir jetzt noch ein Anliegen und deswegen habe ich jetzt diesen Vorspann hier gemacht. Hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von EdgeTX Weekly. Ja, wir sind ja immer noch in der kleinen Serie Back to Basics und da geht es ja um die grundsätzlichen Verarbeitungsschritte, die wir in EdgeTX zur Verfügung haben, also die Verarbeitung mit den Inputs, mit den Mischern oder Mixern und den Outputs. Und in der letzten Folge hatten wir schon angefangen, uns mit den Mischern zu beschäftigen. Und dazu will ich ganz kurz mal die Radio Master an die Seite legen und hole den Block hervor. Achtung, es ist Zeit für Schnappatmung, zumindest bei vielleicht einigen. Das war das Bild, was wir beim letzten Mal entwickelt hatten. Und eine gewisse Ähnlichkeit zu den Inputs ist da durchaus zu sehen. Lasst uns gerade noch mal kurz zusammenfassen, was die Mischer oder die Mixer denn so ausmacht. Das Wesentliche ist, dass ein Mischer aus mehreren Mischerzeilen bestehen kann. Also mindestens mal eine, sonst macht das keinen Sinn. Die wird auch immer direkt angelegt, aber eben
Damit der Mischer seinen Namen verdient, braucht er dann eben mehrere Zeilen. Und jede Zeile produziert einen Wert und diese Werte werden dann miteinander verknüpft. Und wir haben gesehen, dass das entweder additiv, also es kann summiert werden, es kann multiplikativ oder auch nach einem Ersetzungsverfahren dann verknüpft werden. Jede dieser Mischerzeilen, die hat einen solchen schematischen Aufbau und das ähnelt tatsächlich dem Aufbau eines Inputs. Berücksichtigen muss man eben, dass sie im Gegensatz zu den Inputs alle diese Mischerzeilen von oben nach unten verknüpft werden mit einer dieser Operationen, wenn sie denn aktiv sind. Ist eine Mischerzeile nicht aktiv, fällt sie ersatzlos aus dieser Verarbeitungskette heraus. Ja, und eine Mischerzeile, die besteht aus diesem schematischen Aufbau. Im Gegensatz zum Input haben wir am Anfang die Verknüpfung der Trimwerte, wenn wir das denn wollen. Wir hatten bei den Inputs die Möglichkeit, einen Trimwert zu unserem Inputwert zu definieren. Das war immer so ein Pärchen. Also es wurde nicht miteinander verrechnet, aber wir haben also so einen Vektor, so ein Tupel aus Input und Trimwert. Und beim Mischer können wir uns nun entscheiden, ob wir diesen Trimwert dazu addieren wollen. Da gibt es einen extra Schalter dafür. Dann kommen so verschiedene Blöcke. Die ersten drei lasse ich mal weg. Für uns ist heute hauptsächlich wieder der Verarbeitungsblock mit dem Gewicht und die Addition eines Offsets wesentlich. Und am Ende dann der Aktivierungsblock, der wiederum besteht aus einem Schalter und aus einer Flugphase als Unverknüpfung. Dann ist diese Zeile aktiv, die Mischerzeile, und nimmt in dieser Verknüpfung hier unten statt. Ja, das war nochmal ganz grob. Das haben wir uns beim letzten Mal erarbeitet. Und heute soll es also losgehen. Ich lege mal die RadioMaster dazu und wir gucken, was sich hier auf dem Tisch befindet. Ich will das nochmal eben kurz fokussieren. Ja, da haben wir eine ganze Menge. Einige Sachen brauchen wir nicht. Die habe ich aber einfach mitgeschleppt vom letzten Mal, damit es sozusagen auch bekannt vorkommt. Okay, zur RadioMaster muss ich erstmal nichts sagen. Da haben wir das gleiche Setup wie beim letzten Mal drauf. Das heißt, ich habe hier einen Input, ich kann den Motor nach vorne bewegen und ich habe hier über SF, also über diesen Schalter, unten links eine Möglichkeit, die Drehrichtung umzukehren und dann geht es halt andersrum. Ja, soweit so gut. Wir gucken uns das gleich natürlich nochmal an. Jetzt haben wir hier einen Empfänger. Das ist auch ein ELRS, RadioMaster EE8. Der hat also 8 PWM-Ausgänge. Hat jetzt hier 9 Steckplätze, weil der unterste, so gesehen, das ist der Steckplatz also für die Spannungszuführung oder Stromzuführung. Das geht natürlich über alle anderen auch. So, und ich habe hier zwar einen ESC, einen Motorsteller mit einem BEC. Das ist aber relativ schwachbrüstig und ich dachte mir vorhin, bevor die Spannung mitten im Video irgendwann mal zusammenbricht und ich alles nochmal von vorne erzählen kann, schließe ich einfach ein etwas stärkeres BEC das hier noch dazu mit an. Natürlich kann man solche Schaltregler, also diese Battery Elimination Circuits, das sind ja oftmals Schaltregler. Also hier ist es zumindest einer und hier ist es auch einer. Das sieht man ja an der Induktivität. Die darf man nicht parallel schalten, sonst funktioniert die interne Regelung nicht mehr und Sie können dabei sterben. Deswegen habe ich diesen hier erstmal an eine BEC-Weiche gegeben und der Ausgang der BEC-Weiche geht dann hier an den Batterieport von dem Empfänger und der Anschluss von dem ESC geht an den anderen Strang der BEC-Weiche und der Ausgang geht dann an den Ausgang, der hier mit Channel 8 beschriftet ist von dem Empfänger. Achtung, das hatten wir auch beim letzten Mal schon, nur zur Erinnerung, an dem Kanal 8 kommt hier nicht PWM-Signal von Kanal 8 raus, sondern ich habe den Empfänger hier so konfiguriert, dass dort S-Bus erscheint, also alle 16 Kanäle per S-Bus und der Drehzahlsteller ist jetzt hier so konfiguriert, dass er sich aus dem S-Bus-Signal den Kanal Nummer 2 herauspickt. Ja, ganz kurz nochmal zur Kontrolle. Wir haben also hier den Mischer
für Kanal 2. Ganz unten am Bildrand, da wo der Stift gerade noch so zu sehen ist, Kanal Nummer 2. Okay. Was haben wir noch? Gut, hier liegen noch die Schaltmodule rum. Die sind aber jetzt nicht wichtig. Die sind hier an dem anderen Crossfire-Port von dem Empfänger auf dieser Seite angeschlossen. Können wir mal getrost außer Acht lassen. Wir haben hier noch den Motor, klar. Ich habe jetzt noch ein Lenkservo hinzugenommen. Das ist dieses hier unten links. Das werden wir gleich in Betrieb nehmen, natürlich, damit wir auch lenken können. Und dann habe ich hier noch zwei Servos. So, und diese beiden Servos sollen jetzt zwei Motoren symbolisieren. Ich habe jetzt, wollte es nicht zu kompliziert machen. Außerdem hatte ich jetzt irgendwie keine zwei gleichen Motoren an zwei gleichen Stellen parat. Deswegen habe ich jetzt einfach mal zwei Servos genommen. Die meinen alten Videos gesehen haben, die werden sich freuen oder jubilieren. Ah, der Mann hat seine Servoärmchen wiedergefunden. In der Tat, habe ich. Lagen natürlich in der Schublade, hatte ich bislang übersehen. Ja, und diese beiden Servos sollen einfach zwei Motoren darstellen. Und zwar, wenn sich das jeweils rechte Servoärmchen, das will ich jetzt hier mal einfach auch mal markieren mit dem Edding. Wenn sich das jeweils rechte Servoärmchen nach vorne bewegt, dann soll der Motor vorwärts laufen. Und wenn es sich nach hinten bewegt, dann soll der Motor rückwärts laufen. So ist das. Okay, jetzt haben wir also im Prinzip drei Motoren, die beiden sozusagen Attrappen und den tatsächlichen Motor. Also im Grunde genommen haben wir ein Drei-Motor-Modell. In diesem Fall soll es einfach mal ein Schiffsmodell sein. Das soll der mittlere Motor sein und das sind die beiden äußeren Motoren. Ja, und der geneigte Leser, der weiß natürlich jetzt schon, wo die Reise hingeht. Es gibt jetzt eine Zumischung von dem Ruderausschlag auf die beiden äußeren Motoren. Und zwar so, wenn es rechts rum geht, vorwärts, rechts rum vorwärts, soll der mehr Drehzahl machen als der. Das heißt, dieses Servoärmchen müsste stärker ausschlagen als das. Wenn es links rum geht, genauso, also andersrum. Und bei der Rückwärtsfahrt, wenn wir also den Schalter hier flippen, dann soll das Boot ja so rückwärts fahren. Das heißt, dann muss es genau umgekehrt sein, wenn ich also hier den Bogen rechts rumfahre, ja, dann muss dieser Motor also mehr ziehen. Er muss also eine höhere Drehzahl haben als dieser. Er muss also dann mehr nach hinten ausschlagen als der. Genau, und habe ich jetzt Blödsinn erzählt? Ich habe Blödsinn erzählt, ne? Also, wenn es der Äußere muss ja einen größeren Weg machen, also der muss sozusagen den die größere Drehzahl haben. So, jetzt stimmt's, Entschuldigung. Aber das wird auch natürlich ganz klar, wenn man sich denkt, man hätte ein Kettenfahrzeug und dann heißt dieses Ding, das heißt ein Kettenmischer. Und dann ist es, glaube ich, relativ klar. Also sorry für den Versprecher eben. Gut, soweit so schön. Wir fangen jetzt erst einmal an, hier noch eine Korrektur vorzunehmen. Wenn ich, wie gesagt, das Setup ist unverändert wie beim letzten Mal. Wenn ich hier den nach vorne gebe, dann läuft der Motor so rum. Also ich würde sagen, der dreht sich auf mich zu. Ich hätte es aber ganz gerne, wenn es vorwärts geht, dass wie die Servoärmchen der Motor nach da sich bewegt. Und ja, das ist für mich der Aufhänger, einfach nochmal an unsere kleine Handreichung zu erinnern. Was macht man wo? Wir haben ja bei HTX die Dreiteilung der Welt, sozusagen Inputs, Mixer und Outputs. Und diese Verarbeitungskette, da muss man sich natürlich immer entscheiden, was macht man wo. Es gibt durchaus Alternativen. Man kann das an unterschiedlichen Positionen machen. Aber unsere Handreichung war, Unzulänglichkeiten im Modell korrigieren wir in den Outputs. Unzulänglichkeiten in unseren Gebern oder in unserer Bedieneinheit korrigieren wir in den Inputs. Und alles, was da noch übrig bleibt, sozusagen, das ist okay oder gut, wenn man das in den Mischern dann realisiert. Ja, das ist keine in Stein gemeißelte Regel, aber es ist erstmal so eine, ja, eine Idee, eine Handreichung, wie man das machen könnte.
Ja, und der Motor dreht sich jetzt leider falsch rum. Okay, einige werden sagen, na gut, dann stöpsel doch hier einfach zwei von den dreien, also vertausch doch zwei von den dreien, dann hast du es doch auch. Klar, kann man machen, aber wir stellen uns einfach vor, das wäre jetzt mal eingebaut. Also ich käme da nicht mehr dran oder es wäre umständlich. Dann nehmen wir unsere Handreichung und sagen, ich ändere das in den Outputs. Okay, bevor wir das tun, will ich mal ganz kurz eben hier die Aufnahme ein bisschen anders ausrichten, sodass wir gerade noch oben die Servos sehen, aber auch unseren LCD-Screen. Also so in dieser Art und Weise. Und ich denke, dann müsste man das erkennen können. Okay, wir drehen die Richtung hier um. Das machen wir in den Outputs, wie eben gesagt. Also Outputs habe ich hier. Das ist Kanal 2. Also nehmen wir Kanal 2, editieren die Zeile und da haben wir hier diesen Menüpunkt invertiert. Ja, invertieren heißt also, dass wir sozusagen den Wert hier, der hier produziert wird, mit minus 1 multiplizieren. Also aus plus 33% wird minus 33%. Und der Mischer, das ist die blaue Leiste, die geht zwar immer noch in die positive Richtung, aber wir multiplizieren mit minus 1. Das heißt, aus den 41% werden dann minus 41%. So, das haben wir schon mal geschafft. Okay, jetzt bin ich hier zu weit rausgegangen. So, jetzt wollen wir natürlich das Ruderservo noch ansteuern und ich möchte das ganz gerne hier mit dem rechten Knüppel, der heißt dann Querruder bei mir, tun. Und das Ruderservo ist an Kanal 1 angeschlossen. Diese beiden Servos, die unsere Motoren darstellen sollen, dieses an Kanal 4 und dieses hier an Kanal 5. Ach, also ich bin hier oben, ne? Ganz am oberen Bildschirmrand. Linkes Servo, Kanal 4, rechtes Servo, Kanal 5. Ja, jetzt machen wir aber erstmal hier das Ruderservo an Kanal 1. Wir könnten natürlich direkt eine Mischerzeile hier für Kanal Nummer 1 einbaut oder einen Mischer mit einer ersten Mischerzeile und könnten hier direkt den Stick-Querruder nehmen. Dann würde das funktionieren. Ja, dann hätten wir keinen Input dafür. Kann man machen, empfehle ich aber eigentlich nicht, einfach um den Aufbau von dieser Verarbeitung Inputs, Mixer, Outputs, um das streng durchzuhalten. Also legen wir uns dann doch einen Input an. Es könnte uns ja uns könnte ja noch einfallen, dass wir irgendwie noch eine Begrenzung einbauen wollen für den Ruderausschlag. Könnten wir natürlich auch mit dem Mixer machen, aber dann wäre unsere Dreierregel durchbrochen. Okay, also einen Input mit einer Zeile. Jetzt nehme ich Input Nummer 2, oder es ist egal, also irgendeiner, der frei ist. Und wir nehmen also hier Querruder. Und das war es eigentlich schon. Und jetzt müssen wir nur in dem Mischer die Quelle ändern und machen hier nicht den Geber Querruder, sondern den Input Nummer 2. Und dann haben wir das gleiche in Grün. Gut. Das funktioniert schon mal. Gut. Jetzt wollen wir ja, dass diese Servos sich sozusagen mitbewegen mit dem Gas. Das heißt, wenn ich Gas nach vorne mache, für vorwärts, dann sollen diese Ärmchen nach oben ausschlagen. Genau. Gerade nochmal geguckt, ob man alles sieht. Vielleicht mache ich es doch noch mal ein klein bisschen höher. Ist ein klein bisschen mehr drauf. So, ohne dass da jetzt was verdeckt wird. Ich glaube, so geht es jetzt. Also Gas nach vorne heißt, dass das Servoärmchen nach vorne geht und die Servoärmchen auch nach vorne geht. Ja, dann brauchen wir also für den Kanal Nummer 4 einen Mischer und als Quelle nehmen wir wieder Input 2. Und dann tut sich erstmal nichts. Woran liegt das? Input Nummer 2. Achso, falschen Input. Input Nummer 1 war ja Gas. Habe ich mich jetzt selber ins Knie geschossen.
So, dann funktioniert das. Servoärmchen geht nach oben. Vorwärts. Und das machen wir bei Kanal Nummer 5. Da machen wir auch einen Mischer. Dieser Mischer hat jetzt eine Zeile. Und wir nehmen als Quelle Input Nummer 1. So, und dann gehen beide, drehen vorwärts. Wenn ich jetzt rückwärts einschalte, gehen beide rückwärts. Prima. Gut, jetzt möchte ich aber, dass diese Ruderbewegung, also unser Input 2, zu den Bewegungen, die ich durch die erste Mischerzeile erreiche, hinzugemischt werden. Also, wenn ich eine Rechtskurve mache, soll das Ämmchen ein bisschen weiter ausschlagen und dies ein bisschen weniger ausschlagen. Dazu füge ich bei Zeile Nummer 4, bei Mischer Nummer 4, Entschuldigung, ich habe mich versprochen, bei Mischer Nummer 4, das ist für dieses Servo, füge ich eine Zeile hinzu. Ich mache jetzt eine Zeile danach. Bei einer Addition ist es eigentlich egal, wir haben ja Kommutativgesetz in der Mathematik. Aber es kann entscheidend werden, weil wir ja so eine Zeile auch deaktivieren können. Deswegen ist das wichtig, diese Reihenfolge der Zeile. Zeile danach füge ich jetzt ein. Jetzt sind wir in dieser Zeile. Upsala. Ich gehe noch mal kurz raus, um zu demonstrieren, dass wir wirklich jetzt eine weitere Zeile haben. Hier steht ein Plus und die ist jetzt hier so standardmäßig angelegt. Da ist der falsche Input drin. Wir möchten ja den Input Nummer 2, da ist er schon, haben. Und wenn ich das mache, dann bewegt sich da auch schon was. Und zwar geht das Servo jetzt auch schon auf Vollausschlag, weil ich ja 100% dazu mische. Also diese zweite Mischerzeile für den Mischer 4, zweite Zeile, das wird, ist leider jetzt hier so in dem Bild nicht sichtbar, dass wir da bei der zweiten Zeile sind. Da steht Gewicht 100%. Ja, ich kann natürlich auch weniger Gewicht dort eintragen. Dann, Entschuldigung, das ist ja falsch, dann bewegt sich das eben nur ein bisschen. Aber zu Demonstrationszwecken lasse ich das jetzt mal auf 100% stehen. Das ist natürlich nicht praxistauglich. Ne? Also wenn ich jetzt hier Ruderausschlag nach rechts gebe und dann dreht der Motor Vollgas nach vorne. Ich denke, das kann man mal machen, aber es ist jetzt vielleicht nicht so super praxistauglich. Aber ich lasse es auf 100%, wie gesagt, aus Demonstrationszwecken. Gut, schauen wir uns das nochmal hier an. Dann haben wir diese Zeile hier hinzugefügt. Der andere Motor, der soll jetzt eigentlich nach hinten drehen, also rückwärts. Wenn wir nämlich gar kein Gas geben, dann dreht sich das Modell dann auf der Stelle, weil der geht vorwärts, der geht rückwärts, der Mittelmotor steht, dann würde sich das Modell auf der Stelle drehen. Das machen wir nach dem gleichen Prinzip. Wir fügen also eine Zeile hier hinzu. Jetzt sind wir bei Kanal Nummer 5, bei dem Mischer 5, in der zweiten Zeile. Wie gesagt, man sieht das jetzt nicht unbedingt. Ich gehe nochmal zurück. Wir haben diese zweite Zeile, da steht jetzt S1, das ist natürlich Blödsinn, das wollen wir da nicht haben. Deswegen editieren wir die und ich gehe jetzt hier auch auf den Input Nummer 2, das ist unser Ruder. Wir probieren das mal aus. Wir sehen jetzt, passiert bei dem rechten Servo das gleiche, was bei dem linken Servo passiert. Die gehen jetzt beide nach vorne. Das Modell fährt einfach geradeaus. Wenn wir jetzt Ruder rechts geben, macht natürlich auch wenig Sinn. Es sollte ja in die andere Richtung gehen. Also müssen wir die Drehrichtung umkehren und dazu haben wir jetzt nicht einfach so ein Checkbox hier im Menü, sondern wir müssen das mit dem Gewicht machen, denn das Gewicht haben wir ja gesehen, das können wir auch auf minus 100% stellen. Das heißt, das wird jetzt mit minus 1 multipliziert und dann haben wir genau das, was wir haben wollen. Ja. Der Motor dreht nach vorne, der dreht nach hinten, das Modell dreht auf der Stelle. Wenn wir jetzt nicht ganz im Stehen sind, sondern ein bisschen fahren, geradeaus fahren, haben die natürlich auch beide, gehen die beide nach vorne. Wenn ich jetzt eine Rechtskurve mache, wird der noch ein bisschen schneller und der wird langsamer. Andere Kurve wird der schneller und der langsamer.
Prima. Gut. Jetzt nochmal zum Überblick. Wir haben also hier einen Mischer mit zwei Zeilen additiv verknüpft und wir haben hier einen Mischer mit zwei Zeilen ebenfalls additiv verknüpft. Was passiert jetzt allerdings, wenn wir rückwärts fahren? Wir fahren rückwärts. So. Und ich möchte, wenn ich jetzt, also vorhin haben wir ja gesagt, wenn ich rechts fahre, so, dann schiebt der Motor mehr und mein Modell bewegt sich also nach rechts. Wenn ich rückwärts fahre, dann soll ja auch die Bedeutung nach rechts soll erhalten bleiben. Das heißt, das Modell soll ja so sich bewegen. Das heißt, dieser muss stärker nach hinten ausschlagen, also mehr Drehzahl rückwärts machen als der. Wir probieren das aus. Und leider passiert genau das Gegenteilige. Ja, es geht also in die falsche Richtung. Oder ich gehe mal ein bisschen rückwärts. Jetzt drehen sie beide rückwärts. Das Modell fährt geradeaus rückwärts und ich möchte jetzt so rumfahren. Dann muss der mehr Drehzahl machen, aber leider macht er weniger Drehzahl. Also ist genau falsch rum. Okay, was tun? Ja, da gibt es viele Wege, die nach Rom führen, wie eigentlich immer. Da wir das aber mit den Mischerzeilen jetzt besprochen haben, würde ich sagen, wir machen hier eine hemdsärmelige Lösung auch über die Mischerzeilen. Was wir festgestellt haben, ist, dass jeweils die zweiten Mischerzeilen, diese und diese, die sind nur für den Vorwärtsbetrieb korrekt. Deswegen aktivieren wir sie auch nur für den Vorwärtsbetrieb. Also ich editiere diese Zeile und mache hier den Schalter SF rein und zwar nach vorne. Und hier mache ich das genauso. SF nach vorne. Das haben wir hinzugefügt. So, und wenn ich jetzt den Schalter nach hinten mache, sehen wir, dass diese Hinzumischung komplett deaktiviert ist. Diese Mischerzeilen sind nicht aktiv, sind also nur im Vorwärtsbetrieb. Könnte man so lassen, denn hat man diese Zumischung für den Rückwärtsbetrieb gar nicht. Will man sie aber, dann muss man eben hier noch eine Zeile hinzumischen und die muss jetzt genau umgekehrt arbeiten. Statt also hier 100% zu nehmen, müssten wir hier minus 100% und statt hier minus 100% müssten wir 100% nehmen. Und diese Zeilen müssen genau aktiviert sein, wenn der Schalter SF unten ist. Also, nichts leichter als das. Nochmal eine Zeile danach. Quelle ist Input 2. Gewicht ist jetzt minus 100%. Und Schalter ist SF unten. Und hier machen wir dasselbe, also das gleiche in grün, also so etwas Vergleichbares. Ich sage immer das gleiche in grün, ne? Ihr wisst, wo das herkommt. Input, was habe ich gemacht? Nein, ich habe was Falsches gemacht. Oh, stopp. Man kann leider nicht erkennen, in welcher Zeile man ist. Das ist immer so ein bisschen doof, dass ich wollte eine Zeile hinzufügen. Das war's. Input 2, Gewicht plus 100%, ja, das passt. Und Schalter SF nach unten. Kontrollieren wir das mal. Ich bin jetzt im Vorwärtsgang, da sind die beiden Zeilen aktiv. Ich bin im Rückwärtsgang, da sind die beiden Zeilen aktiv. Vorwärts war es 100%, rückwärts ist es minus 100% hier. Vorwärts war es minus 100%, jetzt ist es 100% hier. Kontrollieren wir das mal. Wir geben ein bisschen Gas. Das ist rückwärts. Ich mache eine Kurve nach rechts. Ich will also so fahren. Dann muss der den weiteren Weg machen. Muss also schneller laufen. Das heißt, das Ärmchen muss sich nach hinten bewegen. Und das tut es auch. Vorwärts. Perfekt. Ja, das ist der Kettenmischer mit so einer Umschaltung.
Das habe ich jetzt nicht umsonst gemacht, weil das im Prinzip ein bisschen einfacher ist. Wenn ich es nicht vergesse, werden wir das in einer Folge auch nochmal so machen, dass man das mit einem solchen Knüppel machen kann. Also Vorwärtsbewegung ist Vorwärtsfahrt, da findet dann diese Umschaltung statt. Rückwärtsbewegung, Rückwärtsfahrt und da findet dann auch diese Umschaltung hier statt. Ja, das haben wir momentan noch nicht da drinnen. Ist vielleicht schlecht, nicht jedem ist das angenehm, so zu fahren, dass man also hier einfach Gas gibt und hier umsteuert im Prinzip. Ja. Genauso ist natürlich noch Mist, dass wir die Umschaltung auf rückwärts im vollen Betrieb machen können. Achtung! Da hüpft fast der Motor vom Tisch hier. Das müssen wir auch noch korrigieren. Das war noch eine Schlechtigkeit, die wir aus der Input-Folge mitgenommen haben. Okay, schön. Jetzt noch ein Punkt. Wir haben diese Zumischung des Ruders an unsere Maschinen und die ist jetzt 100%. Ja, das kann natürlich richtig sein in manchen Situationen. Es kann aber auch unerwünscht sein in anderen Situationen. Und wenn man diesen Zumischungsgrad jetzt ändern wollte, dann müsste man an vier Stellen hier die Werte ändern. Also man müsste das 100% hier ändern, das minus 100%, hier das minus 100% und da das 100% ändern. Das müsste man dann da eintragen. Das wäre natürlich sehr, sehr ungeschickt. Wir gucken uns noch mal so eine Zeile an hier. Wir können ja hier ein festes Gewicht eintragen. Das haben wir jetzt 100% eingetragen. Aber es gibt da noch so einen schönen Knopf daneben, der heißt Source. Und wenn ich den drücke, dann verändert sich hier etwas. Und dann bekomme ich hier wieder eine Auswahlliste. Und interessant, ich kann hier wieder alles auswählen, was ich habe. Ich kann zum Beispiel hier das Poti auswählen. Das heißt, das Poti S1 bestimmt unseren Zumischungsgrad für diesen Mischer 1. Das steht jetzt auf 0. Ich kann das auf 100% drehen oder ich kann das auf minus 100% drehen. Ja, das geht. Ein bisschen aufpassen muss man jetzt mit dem Vorzeichen. Deswegen finde ich das ungeschickt, über den S1 in dieser Form das zu machen. Aber es gibt eine schöne Variante. Und für diesen Zweck, wenn man numerische Werte, die gleich sind, an verschiedenen Stellen in den Mischern, Inputs oder sonst wo braucht, dann kann man sie auch am besten irgendwo abspeichern. Und dafür dienen diese sogenannten globalen Variablen. Die heißen GV1 bis GV9. Und wir nehmen jetzt einfach mal die globale Variable 1, um diesen Zumischungsgrad zu definieren. Globale Variable 1. Ha, haben vielleicht viele noch nichts von gehört, aber dieses Kapitel globale Variablen ist also sehr eng mit den Mischern und natürlich auch mit den Flugphasen verknüpft. Wir gucken jetzt einfach mal in dem Menü unseres Senders, wo sich diese globalen Variablen verstecken. Leider ist dort nicht dasselbe Icon genommen worden. Also wenn wir uns das mal angucken, wir finden die globalen Variablen hier unter diesem Icon. Und hier finden wir diese globalen Variablen dort, wo das X steht oder Chi, ich weiß es gar nicht, sieht eher nach einem Chi aus. Da können wir die ganzen globalen Variablen bearbeiten. Wir sehen ja auch die Flugphasen, Flugphasen 0, 1 und so weiter bis 8, die haben wir auch noch nicht besprochen. Standardmäßig bewegen wir uns eigentlich immer in der Flugphase 0, haben wir ja noch nichts mitgemacht. Wenn wir diese Zeile jetzt hier editieren, das ist, oder ja, das ist die globale Variable, die Einstellung der globalen Variable 1. Die hat momentan den Wert 0. Wir müssen jetzt im Hinterkopf behalten, für welche Flugphase das jetzt ist. Ja, und zwar
Wollen wir den Wert der globalen Variable in der Flugphase 0 ändern? Was hat das mit den Flugphasen auf sich? Das ist ein kleiner Vorgriff. Die anderen Flugphasen, sie sind ja alle deaktiviert. Das sieht man an diesen Checkboxes hier. Uns interessiert jetzt nur die Flugphase 0. Aber so eine globale Variable kann unterschiedliche Werte annehmen, je nachdem, in welcher Flugphase wir sind. Also wenn ich die Flugphase 1 deaktiviere, kann ich da einen anderen Wert eintragen. Hier steht FP0, also in der Flugphase 1 hat die globale Variable denselben Wert wie in der Flugphase 0. Gut. Okay, jetzt in der Flugphase 0 sagen wir mal, wir hätten da ganz gerne 100, also 100%. Man kann die Anzeige sich auch ein bisschen, man kann der Anzeige auch eine Einheit geben, nämlich in Prozent, dann wird es vielleicht eindeutiger, das mache ich jetzt mal, dann steht da 100%. Ja. So, in der Flugphase 0 hat diese globale Variable den Wert 100%. Ach, bin ich schon wieder zu weit gegangen. Und die benutzen wir jetzt hier in dieser Mischerzeile. In der zweiten Zeile des Kanals 4 steht es globale Variable 1. Da steht jetzt also 100%. Das heißt, unser Ergebnis müsste eigentlich noch dasselbe sein, wie wir vorher mal hatten. In der nächsten Zeile, in der nächsten Mischerzeile, da steht noch minus 100%. Da soll jetzt eigentlich das Negat der negativ, also der gleiche Wert sein, nur eben negativ. Also statt wenn globale Variable 1 42% hat, dann soll hier minus 42% stehen. Gut, das können wir auch machen. Wir schalten hier wieder um auf die globalen Variablen. So. Ach, war ich zu schnell drauf. Und hier unten gibt es noch den schönen Knopf invertiert. Wenn wir jetzt hier auf invertiert drücken, dann bekommen wir ein minus GV1. Also aus 100% wird minus 100%. Aus 42% wird minus 42%. Da steht jetzt minus GV1. Ja, so, das heißt also, wenn wir jetzt hier die normale Bewegung haben für die Vorwärtsfahrt, ist ja alles okay. Jetzt machen wir die Rückwärtsfahrt. Dann muss der also mehr rückwärts laufen. Das heißt, das Ärmchen muss weiter nach hinten ausschlagen. Was haben wir jetzt? Warum ist das da nur so wenig? Minus GV1. Das ist natürlich jetzt interessant. Ach so, das ist vorwärts und das ist rückwärts. Haben wir da wieder einen Bug entdeckt? Invertiert GV1. Passt. So, und wir gehen. Was ist da passiert? Ich will mal, ich habe eine dumme Vermutung. Jetzt sind wir natürlich wieder an einer Stelle. Wenn ich hier mal ohne Einheit das mache, und da haben wir jetzt den Wert 0, okay. Nein, er macht es leider nicht. Minus GV1 ist da eigentlich eingetragen. Eine kleine Idee, ich lösche diese Zeile jetzt einfach mal und füge noch mal eine Zeile dazu. Wir nehmen Input 2. Wir nehmen hier die globale Variable 1 invertiert. Was habe ich jetzt gemacht? Da, das will ich nehmen. Ah, nein. Das tut's nicht. Gut. Mir ist jetzt nicht ganz klar, warum, aber wir haben natürlich einen Plan B. Wir nehmen jetzt hier einfach die globale Variable 2. Die steht jetzt auf 0. Die stellen wir auch auf. Die stellen wir jetzt auf minus, 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 minus 100%. So.
geht ja erstmal zurück. Und wenn ich nach rechts lenke, dann muss der ja rückwärts schneller laufen. Hat dann weiter mehr Ausschlag. Okay, gut. Dasselbe machen wir jetzt hier. Ich mache das mal kurz zu Ende und dann reden wir nochmal drüber. Da müsste jetzt also rein GV2, weil es negativ ist. Und hier müsste GV1 rein, weil es positiv ist. So, wir sind bei Vorwärtsfahrt. Dann muss jetzt der äußere... Da fehlt die Aktivierung. Schalter SF in diese Richtung. So, aber jetzt haben wir es doch hoffentlich. Ach nee. Schalter rückwärts. Das war ja die Rückwärtszeile. Also müssen wir diese Richtung nehmen. Gut, jetzt gucken wir nochmal. So, da sind wir jetzt im Nachspann. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie der Übergang gewesen sein wird. Ja, Futur 2. Wir werden das jetzt ändern. Ich habe jetzt hier den Sender mit einer neuen Firmware ausgestattet. Das schauen wir uns gerade mal an. Nein, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, sondern ich wollte hier unter die Info. Wo ist mein Kugelschreiber? Hier. Da haben wir jetzt hier eine Version 2.11. Da steht dann auch Self-Build drauf. So ein bisschen. So kann man es besser sehen. Da steht jetzt hier 2.11 Self-Build und da steht die UUID von dem Git-Commit. Diese Korrektur, die ich im Vorspann ansprach bezüglich der globalen Variablen und so ein paar anderer Dinge, die ist geplant für das Release 2.11. Also wer jetzt so ein ähnliches Problem hat, wie mir das passiert ist in dem Video, der müsste jetzt, wenn er eine offizielle Version benutzen will, warten bis zum Release 2.11 oder er nimmt eins von diesen Nightly Releases, die ja praktisch jede Nacht automatisch erstellt werden. Das sind also die beiden Möglichkeiten. Ja, jetzt schauen wir uns mal das Problem an. Was hatten wir? Nee, das brauche ich eigentlich gar nicht zu erklären. Das ist ja jetzt kein Video, was eine Woche her ist, sondern was ihr ja eigentlich direkt im Anschluss schaut. Also gehen wir nochmal in die Modellkonfiguration rein zu unseren Mischern. Und wir haben ja hier Kanal 4 und Kanal 5 für diese beiden, die Motoren darstellenden Servos, haben wir ein Input Nummer 3 benutzt. Und dieser Input Nummer 3 gibt das Gewicht wieder, mit dem diese Zeile dazugemischt wird. Einmal für Vorwärtsfahrt haben wir hier zum Beispiel den positiven Wert, hier haben wir dann den negativen Wert, hier haben wir den negativen Wert und hier haben wir den positiven Wert. Das wollten wir ursprünglich mit einer globalen Variable machen und das ziehe ich jetzt noch mal ganz kurz nach. Wie gesagt, die Korrektur in EdgeTX ist drin und wir ändern das, dass dieses Gewicht hier nicht von diesem Input, der durch den Geber S1 bestimmt wird, kommt, sondern von der globalen Variable Nummer 1. Und dazu gehe ich jetzt hier drauf. Dann nehmen wir die globale Variable 1. Das ist fertig. Hier bei der nächsten Zeile müssten wir dann die negierte globale Variable 1 nehmen. Das heißt, wir gehen hier invertiert, ist ja schon angeklickt. Wunderbar vom User Interface. Und dann machen wir hier auch die negierte Variable
1 und hier machen wir die nicht negierte globale Variable 1 rein. Dann haben wir das hier. Okay. So, schauen wir uns das nochmal gerade an. Also hier die zweite Zeile im Mischer für Kanal 4 hat die globale Variable. Die dritte Mischerzeile für Kanal 4 ist die für Rückwärtsfahrt. Wenn ich das hier aktiviere, das ist dann negativ hinzugemischt. Und dann haben wir hier wieder die negative für die Vorwärtsfahrt und da wieder die positive für die Rückwärtsfahrt. Ja, der Zumischungsgrad, gucken wir uns das an, mit der globalen Variablen 1, die ist momentan auf 100%. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine Ruderbewegung ausführe, dann habe ich hier also auch 100% Ausschlag. Und jetzt kommt das, was wir ja eigentlich wollten. Wir können an zentraler Stelle hier das ändern, meinetwegen auf 40%. Und das sieht man dann auch also hier, dass die globale Variable in der Flugphase, die globale Variable 1 wollte ich sagen, in der Flugphase 0 den Wert 40 hat und in allen anderen Flugphasen hat diese globale Variable denselben Wert wie in der Flugphase 0. Das soll dieses FP0 hier dann andeuten. Und jetzt müsste halt der Ausschlag hier geringer werden, die Zumischung. Ja, sieht man deutlich. Und für Rückwärtsfahrt ist es also auch korrekt. Da wird also die Drehzahl dann erhöht. Und das passt soweit. Ja. Okay, jetzt funktioniert das wunderbar. Das wollte ich euch noch zeigen. Wie gesagt, das war tatsächlich ein Fehler, der in dem Hauptvideo dann zutage kam und der ist jetzt ruckzuck auch behoben worden.